Die ganze Stadt erwacht, um euch zu begrüßen, Ezio. Erst die Regenten, nun die Ratten. Die Osmanen haben eine besondere Vorliebe für byzantinische Rüpel. Das gibt uns Luft zum Atmen. Wie viel? Ein wenig. Sie töten euch auch, wenn sie wollen. Aber sie hätten ein schlechtes Gewissen. Rührend. So schlimm ist es nicht. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sind die Assassinen hier wieder stark vertreten. Das war nicht immer so. Unter dem byzantinischen Kaiser wurden die Assassinen verfolgt und hingerichtet. Abschaum! Tyrannen! Abschaum! Wir sind fast da. Nieder mit euch! Proleten! Warum? Vergiss es einfach! Hier lang. Mentor, begrüßt doch eure erweiterte Familie. Salute a voi, Assassini. Es ist eine Ehre, so weit von daheim tüchtige Freunde zu finden. Seht ihr, Brüder? Unser Mentor schämt sich nicht, Schülern seine Gefühle zu zeigen. Keine Sorge, es wird nicht zur Angewohnheit. Wir wurden auf dem Weg hierher angegriffen. Einige von euch sollten die Umgebung durchkämmen. Hemmen! Und ihr, Ezio? Eure Ausrüstung ist in erbärmlichem Zustand. Besorgt euch Geld und repariert, was ihr könnt. Es gibt hier einen Schmied, ein Freund. Buona idea. Ich habe hier eine große Auswahl von unglaublichen Produkten. Ihr edle Preis? Metall wird in diesem außergewöhnlichen Geschmack. Dem Himmel sei Dank! Wir fürchteten, wir hätten unseren Mentor in die Laster der Großstadt verloren. Meine eigenen Laster reichen mir völlig, grazie. Also, was führt euch her, Ezio? Erzählt mir mehr über die Templer. Ihr nennt sie Byzantiner, doch das Byzantinische Reich ging vor 60 Jahren unter. Diese Männer gehören einer Linie an, die dem letzten Kaiser treu blieb, Konstantin dem 11. Wer sie jetzt führt, kann ich nicht sagen. Verstehe. Dann liegt es wohl an mir, es herauszufinden. Ezio, wo ist eure Hakenklinge? Meine Hakenklinge? Kennt ihr nicht? Ich wuchs mit ihnen auf. Zeigt mir, wie sie funktioniert. Stellt euch die Hakenklinge als verlängerten Arm vor, Ezio. Hier lang.
Minuten. Glaubt, ich schaffe das nicht? Das mache ich mit links. Hier, kommt! Seht zu und lernt, Ezio. Wir nennen es den Hakenlauf. Prescht auf den Gegner zu und wenn er ihn erreicht, schlüpft mit der Hakenklinge vorbei. Harika! Shahane! Harika! Die typische osmanische Hakenklinge besteht aus zwei Teilen. Haken und Klinge. Ihr verwendet das eine oder das andere. Ein tolles Ding. Wie wär's mit einer echten Prüfung? Va bene, gehen wir. Viel Spaß? Genauso. Lass die Hakenklinge die Arbeit machen. Ich die Böhle. Hängt euch richtig rein. Willkommen in Konstantinje, Ezio, dem Schmelztiegel der Welt. Zahllose Generationen beherrschten diese Stadt, doch keiner unterwarf sie. Sie erholt sich immer wieder. Sie scheint ein gutes Zuhause zu sein. Das stimmt. Machen wir ein Rennen? Ich bin beeindruckt, Yusuf. Das würde den Brüdern in Rom gefallen. Lobt nur, wenn es angebracht ist. Yusuf, Çabuk buraya gel! Angriff von zwei Seiten, Galata und großer Basar. Jeden Tag dieselbe Mühsal.
Habt ihr Appetit auf ein Geplänkel? Ich tue, was ich tun muss. Guter Mann. Nicht der zurückhaltende Typ, wie? Ist er des Laufens müde, schwingt sich der Assassine in die Lüfte. Passt auf! Templerspeer. Und dort noch einer. Seht zu. Assassinen! Hilfe! Wir müssen uns nun trennen. Ich gehe zum Bazar, ihr bleibt hier. Seht ihr diesen Turm? Sie. Die Galata-Feste? Evet. Ich kann nicht an zwei Orten gleichzeitig sein, doch dank euch muss ich das nicht. Heide Raskele. Bune Bühe, Sheriff Uster. Ist Yusuf bei euch? Ein Angriff in der Stadt erfordert sein Eingreifen. Wie ist unsere Lage? Wir schlugen die Vorhut zurück, doch sie werden sicher mehr Truppen senden. Sind eure Männer schon wieder kampfbereit? Jetzt sind sie's. Platziert euch dort! Platziert euch dort! Wartet dort! Platziert euch dort! Sichert diese Stellung. Verteidigt das für mich.
verteidigt das für mich. Platziert euch dort. Sichert diese Stellung. Platziert euch dort. Wartet dort. Verteidigt das Gebiet. Platziert euch dort. 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 Ihr müsst diese Stellung halten. Ich habe schon meine Verteidigung nicht gesehen. Yeah.
Gebt Bescheid, wenn die Templer sich sammeln. Yusuf und ich sind dann bei der Bazarfeste. Nehmt eine Fähre über den Hallitsch. Es ist der schnellste Weg auf die Halbinsel. Elender Mist! Weg hier! Kachretzin, tat das denn Not? Hey, kein Grund überzustatten. Ich verschwinde von hier! Dann. Schlaft euch etwas voll.
Ezio! Begrüßt meine neuen Freunde! Haltet ihn auf! Sofort! Schnell, zur Moschee! Lauf zur Moschee! Ihr kämpft, als kämpft ihr zu spät zu eurer Hochzeit. Sie, um etwa 25 Jahre. Ich kam zu spät zur Basarfeste. Welch Unglück. Doch nun, da sich mein Heer verdoppelt hat, holen wir sie uns zurück. Hier entlang. Wenn die Templer einen Bezirk übernehmen, stellen sie den Sieg zur Schau, hängen Banner auf und knechten die Händler. Es ist ein ständiger Kampf, sie in Schach zu halten. Und sie reiben uns jeden Sieg unter die Nase. Sie sind ziemlich dreist. Warum toleriert der Sultan das? Sultan Bayezid ist weit weg, Ezio. Er führt Krieg gegen Selim, viele Fersen nordwestlich der Stadt. Er war seit Jahren nicht mehr hier. Mindestens seit dem Erdbeben. Vielleicht sogar noch länger. Er ist blind für diese Tumulte. Aber eure Augen sind offen, Seh. Hem de falta, Shigibi. Glaubt mir. Zu viele für den direkten Angriff. Ich bezweifle, dass uns hier eine Rauchbombe hilft. Rauchbombe? Ezio, es wird Zeit, dass ihr Italiener das 16. Jahrhundert erreicht. Diese hier vernebeln nicht. Sie lenken ab. Was für ein Knall! Seht ihr? Unwiderstehlich. Gehen wir. Ihr steckt voller Überraschungen heute. Sprengstoffe sind unser neues Steckenpferd. Wir borgen sie uns von den Chinesen und nutzen sie nun mit Leidenschaft. Das müsst ihr mir zeigen. Wer ist der Mentor hier, Ezio? Das frage ich mich langsam. Kommt, wir müssen uns sputen. Nun ihr, macht mich stolz. Da gehen sie. Schnell, wir sind fast da. Ah, gute Vorstellung. Sieht fast echt aus. Das ist noch eine unserer Festen. Von Templern besetzt, wie ihr seht. Da, irgendwo in dem Mob, steckt der Templerhauptmann. Tötet ihn. Dann erklimmt ihr den Turm und gebt das Leuchtsignal. Das sagt den Templern, dass es Zeit ist, zu packen und zu gehen. Bene, ihr sorgt für die Ablenkung. Ich schick sie nach Hause. Ezio, hierher. Wenn die Templer eine unserer Festen erobern, untersteht sie einem ihrer Hauptmänner.
Durchsucht das Gebiet. Dann seht ihr ihn vielleicht wie einen Pfau umherstolzieren. Wie furchtbar. Arme Seele. Es gibt sehr seltsame Aktivitäten im Animus. Ja? Die CPU sollte im Leerlauf sein. Aber der Systemmonitor schlägt regelmäßig aus. Manchmal bis zu 85%. Ist es ernst? Ich bin nicht sicher. Desmonds Werte sind stabil. Tja, wenn nichts kaputt ist, sollten wir auch nichts reparieren. Ist was dran. Boah, ich brauche einen Drink. Desmond, was hältst du davon? Was, wenn ich mit dir käme? Mit mir? Wohin? Es könnte klappen. Für eine Weile. Bis ich einen Ausweg finde. Einen anderen Körper vielleicht, oder? Was weiß ich? Ich will bloß nicht mehr hier sein. Das wird nicht gehen. Tut mir leid. Nein. Schätze, ich hatte meine Chance. Und hab's vergeigt. Standen Sie sich nah? Desmond und Lucy? Ich meine, näher als Freunde? Tja, sie haben sich hin und wieder so angesehen, aber... Sie mochte ihn, Bill. Das hat sie mir gesagt. Interessant. Mehr nicht. Nur interessant. Ich habe beide oft trainiert, als ich jünger war. Nicht gleichzeitig, natürlich. Sie war eine bemerkenswerte Frau. Und ich finde diese ganze Sache
Sehr traurig. Traurig? Du wirst doch nicht langsam weich, Bill. Claudia, Konstantinopel, die Türken nennen es Istanbul, hat mich wie einen Einheimischen aufgenommen. Die Assassinen hier, angeführt von einem redseligen Kämpfer namens Yusuf Tazim, sind sehr stolz auf ihre Stadt. Sie ist so vielseitig und farbenfroh, wie man es sich nur vorstellen kann. Doch es gibt auch Probleme. Eine Gruppe byzantinischer Templer kämpft immer noch um Einfluss, und ihre Angriffe haben meine Suche nach den Schlüsseln behindert. Aber sobald ich in der Lage dazu bin, werde ich nach Nikolopoulos früherem Handelsposten und weiteren Hinweisen suchen, die mich näher an die Masyaf-Schlüssel heranbringen. Wie waren wir? Wir haben gesiegt und unsere Feste zurückerobert. Doch wir haben auch einige Freunde verloren. So viel Tod für einen so geringen Ertrag. Ihr habt doch etwas Erfahrung bei der Rekrutierung neuer Assassinen, oder? Mehr als nur etwas. Die Menschen hier sind diese Templerangriffe leid. Könnt ihr nicht euren Charme einsetzen und neue Rekruten für uns finden? Sie. Aber diese Feste eignet sich nicht mehr für ihre Ausbildung. Nicht so bald. Ein guter Einwand. Sprecht mit meinem Mann in Galata, wenn ihr fertig seid. Er kann euch bei der Ausbildung helfen. Das ist eine elegante Art der Prostik. Ich mache euch sofort Platz, Herr Fendi. Wenn ich dich kriege, weide ich dich auch. Schneller, renn schneller. Schneller, verlier sie nicht. Nicht ganz bei Trost, Heute der Alter. Heute wird dein Leben ändern. Vollkommen. Gute Vorstellung, doch was soll das? Die gehen leer, Effendi. Ihr lacht mal. Schon gut, bitte tut mir nichts, ich gehe. Seid ihr ein mitfühlender Mann, Effendi? Könnt ihr mir helfen? Dass ich Obst gestohlen habe, leugne ich nicht. Aber doch nur, weil mein Hunger größer war als mein Gewissen. Bringt mir den Schlüssel für diese Kette. Und es soll sich zehnfach lohnen. Wartet hier. Natürlich. Ich will nicht sterben!
Folgt ihm! Sich in dem Alter noch so aufzuschwören. Bringt sie um! Ich sage euch! Hilfe! Das ist ein Mörder! Bringt um euer Leben! Heilaret, ich verschwinde von hier! Du wirst ewig in der Hölle schmoren für deine Sünden! Beschämt mich, Effendim. Ich kehre zu dem Mann zurück, den ich bestahl, und erweise ihm dieselbe Güte. Denkt darüber nach, euch uns anzuschließen, Amico, sobald euer Gewissen beruhigt ist. Ein ehrlicher Mann braucht eine ehrliche Arbeit. Es wäre mir eine Ehre. Hab Dank. Nicht der zurückhaltende Typ, wie? Um den muss ich mich mal kümmern. Zu viel Kaffee getrunken. Ganz sicher, zu viel Kaffee. Den.
Nun, das ist ja ein richtiger Turner. Mentor, wir haben ein Problem. Sehr viele Assassinen sind in den letzten Monaten verschwunden und ich ahne auch warum. Verschwunden? Meint ihr, sie wurden getötet? Ich fürchte ja. Ich habe keine Zeit, es zu erklären. Versteckt euch im Park westlich von hier und wartet auf meine Ankunft. Dann werdet ihr selbst sehen. Kindern abschlachteten, die aus dem... Hört her! Ich bin der Faustkampfhafer. Eine Schärpe aus feinster Seide würde die Stumpfheit eurer Kraft... Schärft eure Sinne. Hier droht eine Gefahr, die ich nicht verstehe. Ihr haltet Wache. Ich sehe mich mal um. Pascha wird die Beleidigungen der letzten Tage nicht mehr tolerieren. Bis ich die Situation beruhigt habe, werden die Strafen übermäßig hart ausfallen. Es ist also ratsam, sich an diese Anweisung zu halten.
Das gefällt mir ganz und gar nicht. Folgt diesem Mann! Nur ein schuldiger Mann rennt so schnell davon. Und nur ein Narr hält an, um zu kämpfen. Mein Stolz ist verletzt und mein Herz ist schwer. Dieser Mann, sein Name ist Wally, er war einst ein Assassiner. Er hat offenbar Talent und eine Rechnung zu begleichen. Evett, bis der Mann gefasst oder getötet wird, kann sich keiner von uns in dieser Stadt sicher fühlen. Und bis ihr richtig geübt seid, werde ich euch nicht in den Kampf gegen einen so tödlichen Gegner entsenden. Konzentrieren wir uns weiter auf die Verbesserung eurer Fähigkeiten. Böse zeigt sich auf die Hände. Ich bin doch nur ein einfacher Mann. Beachtet mich nicht. Herr, ach du Schreck. Bitte helft mir. Kommt. Ich bin sicher, dass ihr eure jährliche Untersuchung. Ich will nicht sterben. Ich habe nichts damit zu tun.
Wo ist das Problem? Ich muss weg hier. Schnell weg. Ich will nicht sterben. Gibt es Schäden? Keine offensichtlichen. Byzantinische Templer sind schlechte Gastgeber, aber gute Pächter. Wenn sie einen Ort einnehmen, halten sie ihn in Stand. Weil sie vorhaben zu bleiben. Kessin Likle. Nun, wie versprochen, falls ihr lernen wollt, eure eigenen Bomben zu bauen. Ich zeig's euch. Nicht anfassen. Eine falsche Bewegung und peng, das Haus stürzt ein. Ist das euer Ernst? Euer Gesichtsausdruck. Hier, ich zeig's euch. Unsere Bomben bestehen aus drei Bestandteilen. Der Hülse, dem Schießpulver und der entscheidenden Zutat. Manchmal fügen wir noch mehr hinzu, aus Spaß. Doch dazu kommen wir später. Zunächst konzentrieren wir uns nur darauf. Etrafta daha çok muhafız olsa daha iyi. Zaman kötü. Bak söylüyorum. Hayda zor. Ya! Das war aber knapp. Ihr werdet viele Zutaten für Bomben finden. In der ganzen Stadt. Also haltet die Augen offen und die Nase am Boden, wenn ihr herumlauft. Das sollte mich beschäftigen. Grazie, Yusuf. Kennt ihr dieses Buch? Nein. Ein Tagebuch? Sie. Der geheime Kreuzzug von Niccolo Polo. Marcos Vater? Ich fand es bei einem Templer in Masyaf. Es erwähnt die fünf Schlüssel zu Altairs Bibliothek. Niccolo versteckte sie in der Stadt. Ah, und die Templer wissen davon. Also ein Wettlauf gegen die Zeit. Einen fanden sie schon. Unter Topkapi. Den will ich mir holen und die anderen suchen. Also, wo werdet ihr anfangen? Am alten Polo-Handelsposten, denke ich.
Sie hatten ein Geschäft in der Gegend, oder? Ich glaube schon. Sprecht mit einem Mann namens Piri Reis im Bazar. Er kann euch die Richtung weisen. Und euch ein paar mehr Bombenrezepte beibringen, falls euch danach ist. Piri Reis, ich glaube, ich kenne einige eurer frühen Werke. Reis, hat Yusuf Tassim euch geschickt? Das klingt nach einer seiner Übertreibungen. Sie, er sagte, ihr könntet mir den Standort von Nikolopoulos Handelsposten zeigen. Ah, ihr müsst dieser Floranzali sein, über den er ständig jammert. Lothario? Ezio. Das klingt doch alles gleich. Ja, die alte Polofaktorei, westlich der Hagia Sophia. Hier. Grazie. Yusuf erwähnte auch, dass ihr der richtige Mann wärt, um über spezielle Bomben zu reden. Ach, dieser Mann. Er redet zu viel. Er wett. Ich bin Navigator in der Marine. Zurzeit beurlaubt im Studium der Kartografie. Doch in meiner Zeit als Soldat habe ich die Artillerie und Sprengstoffe schätzen gelernt. Das kam auch den Assassinen zugute. Es verschafft uns einen Vorteil. Ich habe verschiedenste Bomben, nur für Assassinen, versteht sich. Tödliche, taktische, zur Ablenkung und ein paar ausgefallene Hülsen. Alles, was ihr seht, steht zum Verkauf. Falls ihr beweist, dass ihr damit umgehen könnt. Ich bin sehr gelehrig. Nun, niemand hält euch auf. Gebt einfach Bescheid. Bescheid, Hemde Yazar. Yazar'a geçilebilir. Was ist denn? Brennen deine Sohlen? So ein schöner Schleier. Ich liebe das Material. So weich und dünn. Wo hast du ihn her? Nicht von diesem Schal. Pazara gittim ama mağazam iyi değildi. Yeni sevkiyatı bekleyeceğim. Thank you.
Gib mir meine Unbedingung. Buongiorno. Merhaba. Bitte tretet ein. Ach, verzeiht die Unordnung. Ich hatte noch keine Zeit, nach meiner Reise hier aufzuräumen. Ihr kamt aus Rhodos, nicht? Sie. Woher wisst ihr? Wir waren auf demselben Schiff. Ich bin Ezio Auditore. Sophia Sator. Kennen wir uns? Jetzt schon. Darf ich mich umsehen? Prego. Meine besten Stücke findet ihr hinten. Es ist schön, noch einen Italiener in diesem Bezirk zu treffen. Die meisten bleiben im venezianischen Viertel oder Galata. Altrettanto. Ich dachte, der Krieg der Osmanen gegen Venezia hätte die meisten von hier vertrieben. Habt ihr etwas Interessantes gefunden? Mio Dio! Wo kommt das her? Incredibile. Wo führt das hin? Finden wir es heraus. Wer seid ihr, Messere? Nur der interessanteste Mann eures Lebens. Oh, che presuntuoso. A presto, Sophia. Ich komme bald zurück. Ist dich hier. Wisst ihr, wie lange wir schon diese abscheuliche Zisterne durchsuchen? Ich bin seit Wochen hier. 13 Monate. Und zwar seit der Großmeister diesen verdammten Schlüssel fand. Aber er weiß überhaupt nicht, was er tut. Er weiß nur, dass sie irgendwo in der Stadt sind. Und die Stadt ist groß. Toxero. Das sage ich doch. Zurück auf eure Posten, Agiertes! Hier unten. Wir finden die Schlüssel bald. Gib acht, ja? Pass auf die Tür auf und nicht auf deine Füße.